Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße alle bei Kachelmann Wetter. Ich kann schon mal sagen, wir haben einiges vor in diesem Video, weswegen wir gleich auch sofort loslegen werden. Heute will ich mal thematisieren. Gestern wurden mir ein paar Artikel gezeigt aus diversen Medien, dass angekündigt wird, dass uns eine tierische große Hitzewelle im Juli noch bevorstehen wird. Und da schauen wir gleich mal ganz genau noch in diesem Video auf die Wettermodelle, was sie so berechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass uns noch eine richtig große und sehr heiße Hitzewelle bevorstehen wird in diesem Monat? Grundlage dafür, für diese Medienberichte, ist das US-Wettermodell immer gewesen. Ist ja häufig der Fall, denn das rechnet schon sehr weit. Es rechnet über 2 Wochen im Voraus eben das Wetter in die Zukunft. Und da gab es in den vergangenen Berechnungen, das wird übrigens 4-mal am Tag berechnet, immer wieder solche Karten hier. Bitte nicht für bare Münze geben. Aber ja, das hat das Wettermodell immer mal wieder für um Mitte Juli herum berechnet. Das ist zum Beispiel die Berechnung von heute Nacht gewesen. Wir sehen teilweise im Nordwesten deutlich über 40 Grad. Wir schauen natürlich nicht nur einfach aus irgendeiner Karte, aus irgendeiner Berechnung, sondern gleich mal ganz genau auf verschiedene Wettermodelle und Karten, was da so Mitte Juli berechnet wird. Nun wollen wir aber natürlich starten, erstmal mit der Vorhersage für die nächsten Tage, und da wird sich die Wetterlage umstellen auf Nordwest. Uns wird nämlich dann am Donnerstag eine Kaltfront überqueren. Zunächst haben wir aber dann noch am heutigen Tag und am morgigen Tag wenig Wetteränderungen drin. Wir haben heute im Norden mal ein paar kompaktere Wolken, örtlich mal ein paar Schauer, vor allem so in Küstennähe, in Nordseenähe. Ansonsten wird es nach Süden hin, vor allem so vom Bayerischen Wald bis zu den Alpen, noch mal vereinzelt einen Schauer oder ein Gewitter geben. Ansonsten die Temperaturen im Norden meistens unter 25 Grad, im Süden und in der Mitte, da bleibt es insgesamt sommerlich warm. Wir sehen dann am Mittwoch, da kommt dann im äußersten Nordwesten gegen Spätnachmittag, Abend dichte Wolken an. Hier wird dann Regen einsetzen, zunächst mal von Ostfriesland, etwa so bis nach Schleswig-Holstein im späteren Tagesverlauf. Dann haben wir sonst aber noch weitgehend trockenes Wetter, auch wenn die Wolken so im Nordwesten, Westen und Norden insgesamt zunehmen werden. Schauer sind aber die absolute Ausnahme erstmal. Temperaturen gehen in der Nordhälfte weiterhin langsam zurück. Donnerstag wird geprägt sein von einem Tiefdruckgebiet über der Ostsee. Das lenkt eine Kaltfront von Nordwest schon ab der Nacht auf Donnerstag von Nordwesten nach Südosten über Deutschland hinweg. Und so wird sich am Donnerstag das Wetter insgesamt so sehr wechselhaft gestalten, beziehungsweise auch häufiger mal nass werden. Wir haben speziell in der Osthälfte dann teilweise auch mal Gewitter, da kann es mal richtig kräftig regnen zwischendurch. Aber es sind eben die schauerartigen Niederschläge. Ich sag's nochmal, viele haben auch hier immer kommentiert, ja, der große Regen, wo bleibt er denn? Ja, das werden eher schauerartige Niederschläge sein. Das heißt, es wird nicht das große Regengebiet sein, was jetzt eben den kräftigen Dauerregen bringt. Die Trockenheit wird also wirklich nur vorübergehend ein wenig gelindert. Es wird nicht der kräftige Dauerregen über viele Stunden sein. Da eben, wir sehen es schon, nach Westen und Südwesten hin weniger Schauer. Das heißt vor allem so auch vom Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg wird es teilweise sogar komplett trocken bleiben. Freitag liegen wir dann in einer nordwestlichen Strömung. Die Temperaturen gehen insgesamt ja eben etwas zurück. 25 Grad Marke am ehesten noch so am Oberrhein. Ansonsten wird es insgesamt am Freitag doch häufiger auch mal kompakte Wolken geben. Aber nur noch örtlich sind mal ein paar Tropfen oder ein Schauer dabei. Schauen wir schnell noch die Niederschlagsmengen für den Donnerstag an. Die angesprochene Verteilung sehen wir ganz gut. Grob in der Osthälfte auch mal 10 bis 20 mm. Vor allem dort, wo eben mal ein kräftiger Schauer oder ein Gewitter trifft. Nach Westen und Südwesten hin wird es kaum nennenswerte Regenmengen geben. Nun schauen wir natürlich auf die weitere Wetterentwicklung, erstmal Richtung Wochenende. Und da ist die Tendenz, der eindeutige Trend, dass uns die Nordwestwetterlage wohl ein bisschen länger beschäftigen wird. Es war ja immer mal wieder in einigen Modellen drin, dass schon am Wochenende das Hoch nachrücken wird, von Südwesten her, von Westen her, und dann eben dann doch diese Nordwestwetterlage wieder kippen wird. Und das heißt, die größte, die mäßig warme Luft sich nach Osten verabschiedet und wir schon in sommerlich warme Luft kommen. Jetzt wird aber wirklich eher berechnet, dass uns nochmal so immer wieder am Rande so ein paar Tiefausläufer erreichen, auch am Wochenende bis zum Wochenbeginn. Und so wird es wahrscheinlich insgesamt etwas wolkiger bleiben, mäßig warm nur und maximal im äußersten Westen und Südwesten dann teilweise auch sommerliche Werte geben. So sehen wir das nochmal zusammengefasst für das Wochenende, dass wir wohl häufiger auch mal kompakte Wolken haben. Es können immer mal wieder, vor allem so vom Norden bis in den Osten, vielleicht auch bis zu den Alpen, ein paar schwache Tiefausläufer zumindest durchschwenken, die kompakte Wolken ein paar Schauer bringen können. Wie aktiv
attraktiv das Ganze wird, ob es auch wirklich mal nennenswert Regen dann damit gibt, auch nach dem Donnerstag dann noch, ist ein bisschen noch Fragezeichen. Da sind die Modelle natürlich unterschiedlich, wie ergiebig der Regen ausfallen wird. Ja, das mal der Trend so etwa bis Montag erstmal. Jetzt kommen wir natürlich endlich dann zum weiteren Verlauf. Was ist mit einer möglichen Hitzewelle? Und da schauen wir uns jetzt mal verschiedene Karten an, denn es wird erstmal, wie gesagt, berechnet zu Wochenbeginn. Wir sehen hier mal den Dienstag, dass sich dieser Hochdruckkeil, wo die Hitze, die große Hitze sich auf den Weg macht über Spanien, teilweise nach Südfrankreich schon, dass der insgesamt eher so etwas westlich von uns liegen wird. Das heißt, es wurde ja immer mal berechnet, dass der rasch reinrückt nach Mitteleuropa, nach Deutschland. Das wird eher ein bisschen zurückgerechnet. Das heißt, die Nordwestwetterlage wird sich zu Wochenbeginn wohl ziehen, auch wenn die Temperaturen von Westen schon allmählich ansteigen können. Dann im weiteren Verlauf wird aber berechnet, dass sich dieser Hochdruckkeil weiter Richtung Deutschland und nach Mitteleuropa verlagert und die Temperaturen dann allmählich ansteigen können. Wir sehen das einfach mal jetzt für den Mittwoch, dann die Tageshöchstwerte, die berechnet werden, die schon nach beiden Wettermodellen, nach dem ECMWF und auch nach dem GFS-Wettermodell dann im sommerlichen bis hochsommerlichen Bereich liegen. Das ECMWF hat sogar nach Südwesten hin sogar über 30 Grad schon drin. Zusammengefasst, wer gestern das Video gesehen hat, eher etwas eine Verzögerung des nachrückenden Hochs. Das heißt, dass die Erwärmung, die deutliche Erwärmung wohl einsetzen wird, aber eben etwas später, nicht schon am Wochenende und auch zu Wochenbeginn wird es wohl erst zögerlich wärmer werden von Südwesten her. Im weiteren Verlauf, da wird es dann interessanter. Jetzt schauen wir uns mal für die mögliche Hitzewelle um Mitte Juli bzw. ab Mitte Juli herum ein paar Karten an. Und zwar will ich da mal zunächst zeigen das Ensemblemittel aus dem ECMWF-Wettermodell. Das ist die Höhenwetterkarte und das ist ein Mittel jetzt aus 50 Lösungen. Und da sehen wir jetzt in der Höhenwetterkarte, wie sich doch recht eindeutig dieser Hochdruckkeil, und das ist eine recht klassische Entwicklung, dass irgendwann, ich sag's einfach, das Wetter aus Westen weiter nach Osten vorrücken wird, ist eine klassische Entwicklung, dass sich der Hochdruckkeil, dieser Sommerhochdruckkeil dann im weiteren Verlauf Richtung Mitte Juli zu uns reinschieben wird, beziehungsweise nach Mitteleuropa vorwandert und die Temperaturen eben deutlich ansteigen werden. Wir sehen das nämlich mal recht eindeutig in der Temperatur in 1500 Meter Höhe. Da habe ich einfach mal so die Marken markiert in etwa, wo so 25 Grad, 30 Grad und 35 Grad beziehungsweise über dieser Marke die Temperaturen liegen. Und wir müssen uns vor Augen halten, das ist ein Ensemblemittel. Das heißt, das sind Mittelwerte aus allen Lösungen. Und da ist es schon recht beeindruckend, dass eben selbst die 25 Grad Marke schon den Norden Deutschlands überschritten hat. Das heißt, sommerliche Werte mit den höchsten Werten, vor allem nach Südwesten, sind nach diesem Mittel jetzt schon ziemlich sicher. Also das sind schon recht hohe Werte für ein Mittel, die da berechnet werden. Also mit einer höheren, deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit wird dieser Sommerhochkeil wohl reinkommen und teilweise auch Werte über 30 Grad, vor allem den Süden, Südwesten und Westen, wohl erreichen. Das ist der momentane Stand, das muss man einfach festhalten. Das ist nach dem Mittel dieser 50 Lösungen wohl drin. Also die Wahrscheinlichkeit steigt wohl deutlich, dass uns sehr warme bis heiße Luftmassen im Verlauf der nächsten Woche erreichen. Allerdings ist das natürlich alles noch ziemlich lange hin. Deswegen natürlich auch mit diversen Unsicherheiten behaftet. Ich will dazu einfach mal das Ensemble jetzt für Frankfurt am Main zeigen. Spielt bei diesem Zeitraum nicht die ganz große Rolle, welchen Ort wir jetzt genau anschauen. Wir hatten ja gesehen, vor allem auch so nach Südwesten hin, wo die wärmsten Luftmassen, heißesten Luftmassen, die uns erreichen. Und wir sehen hier jetzt eben diese 50 Lösungen mal für die Höchsttemperaturen hier für Frankfurt am Main. Ich habe mal hier ab nächster Woche angefangen in etwa und wir sehen natürlich noch eine große Bandbreite. Das heißt, diese Linien, diese 50 Lösungen gehen relativ weit auseinander. Was wir aber auch festhalten können, dass ein großer Cluster, dass sehr viele Lösungen dann im Verlauf der nächsten Woche auf 30 Grad oder auch deutlich über 30 Grad gehen. Also es gibt schon, wir hatten das ja eben in diesen Mittelwerten in der Temperatur in 1500 Meter Höhe gesehen, dass eben die Wahrscheinlichkeit doch deutlich erhöht ist, dass es eben auf 30 Grad und mehr im Verlauf der nächsten Woche gehen wird. Zum Ende hin sind natürlich auch einzelne Lösungen, ich betone es nochmal, einzelne Lösungen dabei, die auch bis an die 40 Grad gehen. Also die Wahrscheinlichkeit auf eine Hitzewelle, die steigt schon an nächste Woche, das muss man deutlich sagen. Wie weit natürlich die Wärme und die Hitze dann auch bis nach Norden vorankommt und wie heiß es wirklich wird,
Ob wir auch 35 oder sogar an die 40 Grad erreichen, was nicht ausgeschlossen ist, steht natürlich noch in den Sternen, weil es einfach viel zu lange hin ist. Also Hinweise auf eine markante Hitzewelle im Juli sind wirklich da in den Wettermodellen. Wie das Ganze sich genau darstellen wird, wie lange das halten wird, wie hoch die Temperaturen wirklich ausfallen. Dazu natürlich hier auch in den nächsten Tagen und in der nächsten Woche dann natürlich auch mehr. Also einfach unseren Kanal abonnieren. Ich wünsche noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video und ciao.